Und jetzt wähle ich das Panel wieder aus. Und jetzt werden diese Dinger hier damit gestopft und jetzt habe ich so eine Art Fensterbank. Das ist ja wunderbar. Und das da hinten bleibt natürlich Pflasterstein. Das kann ich auch mal zeigen. Dann brauchen wir das hier nicht hier irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Nein, das war jetzt falsch. So. Ich meine natürlich hierhin. Dann kann man ja die Fenster aufmachen. Das ist so wunderbar. Aber ich könnte natürlich auch jetzt. Könnte ich das? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, das geht nicht. Ich dachte gerade, dass ich vielleicht die Fensterbank bis hierhin machen kann. Also noch die 4 Pixel hier hoch. Aber das geht nicht, weil dieser Block dann offiziell zum Fenster gehört. Aber das ist ja nicht wichtig, Alter. Das ist nicht wichtig. So. Wir haben hoffentlich noch ein paar Ziegelbits. Nee, das ist der falsche. Wir haben noch 6000. Das ist zwar nicht mehr so viel, aber ich probiere es mal aus, wie viel man damit machen kann. Das ist zwar jetzt nicht so wirklich der Renner, was ich hier mache. Ich könnte natürlich auch Folgendes machen. Ich könnte Paneele auswählen und dann hier so einen Support-Block hinmachen, sage ich mal. Und dann einfach so. Das ist natürlich viel schneller. Hier dann das Gleiche. Aber da muss ich dann so machen. Dann kommt das hier wieder weg. So, ich habe doch eine Schere. Sieht das gut aus oder eher nicht? Sieht das scheiße aus? Ich meine, hier ist ja noch nichts fertig, aber doch schön so, oder? Ich weiß es nicht. Wenn ihr irgendwelche Änderungen haben wollt, dann könnt ihr mir das natürlich auch in die Kommentare schreiben und dann mache ich das und dann versklavt ihr mich sozusagen und ich mache dann eine Änderung. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das wollte ich ja gar nicht. Zack, zack, zack. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen gespart an Materialien. Eigentlich könnten wir natürlich auch die Wand so ganz dünn machen wie das Fenster. Ich glaube aber, das sieht da nicht so toll aus. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher überhaupt, wie das dann aussieht, so wenn alles fertig ist. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass ich mich zuerst hier mit Fensterbänken beschäftige, ohne dass mein Haus überhaupt ein Dach hat. Aber ja, das ist natürlich wieder typisch ich. So, ich habe doch jetzt bestimmt noch von den Bits ein paar Cobbles hier. Die lege ich dann gerade da drüber. Ich denke mal 2 Schichten erstmal. Mache ich gerade mal. Und dann müsste ja eigentlich. Ach, da ist noch eine Schicht dazwischen. Jetzt aber. Ich weiß jetzt halt, das war zu viel. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das machen soll. Oder ob das scheiße aussieht. Habe ich gar keine Ahnung gerade. Ich denke schon, dass es scheiße aussieht. Aber ich meine, so ist das Leben, ne? Das hier sieht auf jeden Fall bescheuert aus. Aber ich könnte ja. Nee, kann ich gar nicht. Das müsste ich auch mit Bits machen. Oder? Warte mal. Warte mal, da gibt's. Ich glaube, ich hole mal. Ich baue jetzt bald einen Aufzug hin, wenn es so weitergeht. Ich hole dieses Ding mal hier. Das Ding. Hole ich mal raus hier.
Ja gut, nicht mit dem Bit vielleicht, sondern mit der Axt. Oder mit der Hand, ist ja scheißegal. Das hole ich mal runter und dann werde Das ich mache ich jetzt. mal Hallo. Her damit. 17 mal so viel. Kevin sagt. 17 mal so viel. etwas ausprobieren und ich weiß nicht, ob es mir gelingt. So, ich stelle dieses Sawbench mal hierher. Das ist ja okay hier, das macht ja nichts. So, und zwar haben wir dieses Roof-Teil hier. Das heißt wirklich Teil, aber halt auf Englisch. Das kann man, glaube ich, auch seitlich hinlegen, wenn mich jetzt gar nichts täuscht. Und das werde ich mal aus. Aus was soll ich denn die Wand machen? Soll ich sie weiß machen oder sieht es dann scheiße aus? Oder Limestone vielleicht besser? Ich mache mal hier so eine Limestone-Wand. Sieht mir ein bisschen zu sehr nach Sandstein aus. Und bei Sandstein fühle ich mich dann irgendwie immer so in der Wüste. Jetzt probiere ich mal das Limestone, das Marble aus. Das sieht natürlich nicht schlecht aus, aber auch nicht so wirklich gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Wollte ich denn nicht? Ich wollte. Nee. Ich bin gerade komplett verwirrt. Wie sieht's denn aus mit Marmor? Kann ich denn? Marmor sieht zwar nicht schlecht aus, aber ich meine, so Rauffaser wäre natürlich nice. Wenn es irgendwie sowas ähnliches wie Rauffaser gäbe. Aber da weiß ich jetzt halt nicht, wie es. Warte mal, ich kann ja hier schauen, was es da alles gibt. Irgendwas Helles, was Weißes oder sowas. Weil wenn nur etwas weiß ist, dann wird er das Licht gut reflektieren. Das ist auch im Spiel so tatsächlich. Genau, Eisen. Ich will Eisenblöcke in meiner Wand drin haben. Oder Blei. Also ich zoome hier, ich zoome genau, ich klicke hier einfach mal durch und guck, was es da so gibt. Kommen jetzt natürlich die ganzen Teppiche. Burgstein. Ja, aber wie komme ich denn da dran? Twilight Forest ist das, okay. Cloud. Wolken. Es gibt Wolkenziegel. Natürlich. So, was war das? Ach, das war. Ah, guck mal, Beton. Da war doch was. Ich könnte ja Beton verwenden. Soll ich Beton verwenden? Dieses Diorit sieht auch nicht schlecht aus, aber das sieht halt so verkratzt und ekelhaft aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Halt, das war Endstein. Naja, ist mir ein bisschen zu gelb. So, das hier sind irgendwelche. Ach, man kann mit dem Mausrad. Man kann damit hier Factory Block. Tja. Wie wäre es denn, wenn ich einfach weiter suche? Aber es ist gut zu wissen, dass es auf jeden Fall so viele Blöcke gibt. Da habe ich auf jeden Fall eine große Auswahl. Marble, das ist das, was ich jetzt habe. Warum
geht es denn so hin und her? Was ist das denn? Was genau passiert hier gerade? Der hier sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Paperwall. Wie kriege ich Paper hin? Das sieht ja bestimmt nicht schlecht aus. Aber das muss ich ja irgendwie craften. Stock und Papier, das ist ja mal geil. Warte mal, dann mache ich den mal, diesen Paper Stone oder wie das heißt. Weil der ist ja relativ billig. Ich brauche dazu ja nur einen Stock und ein bisschen Papier. Und das habe ich ja alles da. So. Ich glaube, es war ja so und so. Dann mache ich, so viel brauche ich ja gar nicht. Ich mache mir mal nur einen. Hier, halben Stack meine ich. Weil man weiß ja nie, was hier gerade abgeht. Ach, guck mal. Das Zeug wächst über sozusagen. Habe ich das gerade richtig gesehen? Das heißt, es pflückt sich von alleine. Stimmt das? Ich habe ja gerade nichts gemacht hier. Oder war das ich? Das weiß ich gerade nicht. So. Chisel her. Und mal ausprobieren, wie die Chisel aussieht. Das hier sieht natürlich auch geil aus, ne? Aber der Rand stört mich ein bisschen. Das sieht halt schon geil aus, vor allem weil du hier ja auch dann so eine Tapete hier haben kannst, ne? Das heißt, man könnte ja theoretisch das mal chiseln. Und dann mache ich das, glaube ich, mal. Ach du Scheiße, das macht ja an. Das macht ja ein Grasgeräusch. So. Sieht das nach irgendwas aus? Oder sieht das scheiße aus? Ich mach mal Folgendes. Ich crafte mal noch ein paar mehr. Aber ich mach das jetzt so. Ich mach mal zack und zack. Und dann mache ich mir mal noch die weißen. Und die mit den Blumen. So. Und dann probiere ich mal aus, wie das aussieht. Sieht das gut aus oder sieht das scheiße aus? Warte mal. Kann ich die hier auch? Ja, das geht. Diese Roof-Tiles, die kann ich nämlich auch so hin platzieren, so seitlich. Und dann könnte ich theoretisch, ich weiß es aber nicht, wenn nicht, dann haben wir jetzt gleich ein Problem, dass ich mir irgendwie sowas hier mache. Dann haben wir halt von außen das, aber soweit ich weiß, kann ich ja damit so ein Cladding heißt es. Da muss ich gerade mal wieder Ziegelsteine holen. Die habe ich, glaube ich, hier drin. Und wenn ich da jetzt mal ein Cladding mache, also es geht ja nur 16, aber ich kann mal eins herstellen und versuchen, ob das da drauf geht. Nee. Das müsste genau umgekehrt sein. Ich müsste mir ein Cladding aus Papier machen. Und dann das auf eine Brickwand machen. Ach du Scheiße, warte mal, ich brauche ja gar nicht diese Bricks, ich brauche ja die anderen. Das ist jetzt scheiße.